Markus Reisner, Oberst des Generalstabsdienstes, dokumentiert die Ereignisse und ordnet sie ein. Heute in seinem Vortrag zwischen Verdun und Star Wars, was der Ukraine-Krieg über die Zukunft des Kriegs sagt. Herzlich willkommen! Das Einzige, sagt man immer, was zwischen quasi Ihnen und dem Mittagessen steht, wie jetzt ich, das ist die unangenehme Aufgabe, quasi vor dem Mittagessen diesen Vortrag zu halten. Aber es ist, glaube ich, doch die beste Zeit, weil doch jeder aufmerksam ist, weil der Magen ja da verlangt, gesättigt zu werden. Darum möchte ich Ihnen ganz kurz in 20 Minuten ein paar wesentliche Aspekte aus dem Ukraine-Krieg mitgeben, die wir soweit bekannt auch tatsächlich als Ableitungen treffen können. Aber natürlich 20 Minuten ist viel zu wenig Zeit, um jetzt wirklich vielleicht auch in die technischen Details zu gehen. Und da gibt es also sehr, sehr viele Aspekte, die wirklich interessant sind auch zu beobachten, vor allem wie die Russen sich mittlerweile anpassen oder in der innovativen Art und Weise, wie die Ukrainer gegen jede Ölnorm und das sozusagen Dinge erreichen, die undenkbar sind gewesen und die man nicht für möglich gehalten hat. Wenn wir beginnen, dann habe ich hier ganz kurz auch diesen Titel genommen zwischen Verdun und Star Wars, um ein bisschen zu provozieren. Weil, wenn wir den Krieg betrachten, dann sehen wir plötzlich Aspekte, die wir so eigentlich nicht mehr möglich gehalten haben. Denken Sie daran, dass viele gesagt haben, in der Zukunft des Krieges wird also durch Roboter geführt werden, also die Dinge, die wir aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg kennen, werden so nicht mehr vorhanden sein. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben im Prinzip viele Aspekte der konventionellen Kriegsführung, die wir so als nicht möglich gedacht haben, aber die so wieder uns plötzlich angesichtigt werden. Hier als Beispiel für die 7-monatigen Anstrengungen der Russen, sich im Süden von Melitopol und Mariupol einzugraben, mit diesen Drachenzähnen, aber auch in einem ausgeklügelten Verteidigungssystem. Und der Kampf in diesen Stellungen führt dazu, dass zu Recht der Vergleich gezogen wird, dass hier in diesen Stellungen, diesen Schützengräben, dasselbe Leid passiert, wie das in Verdun zum Beispiel der Fall war, in der Somme oder aus österreichischer Sicht am Isonzo in diesen 12 Isonzo Schlachten. Und tatsächlich ist es auch so. Die Frage ist, warum ist es so gekommen und warum ist es so, dass dieser Krieg eigentlich kein Manöverkrieg in diesem Fall ist? Und da hat natürlich auch die technische Entwicklung einen ganz wesentlichen Anteil daran. Das nächste ist Star Wars, auch hier im Titel schon enthalten 2.0. Denken Sie jetzt nur als ein Beispiel an Elon Musk und seine Rolle, was es Starlink betrifft. Leider, wie gesagt, nur wenig Zeit, aber das müsste man sich auch mal wirklich in einem Workshop im Detail ansehen. Da gibt es also mittlerweile auch sehr gute Informationen. Aber denken Sie alleine nur daran, dass wir hier einen Krieg haben, den ersten Krieg eigentlich, wo ein Privatier maßgeblich eine der beiden Konfliktparteien unterstützt. Und ich denke, Sie haben alle den Tweet von Elon Musk in den letzten 24 Stunden gesehen, im Hinblick auf Zelensky. Und dann zeigt das natürlich schon einiges. Ja, vor allem, wenn Sie dann schauen, wie oft dieser Tweet auch geteilt worden ist und solches. Aber es ist tatsächlich so, dass bis auf unterster Ebene, also um jetzt quasi auf der taktisch-gefechtstechnischen Ebene ein Beispiel zu geben, Granatwerfergruppe mittlerweile zum Teil von Starlink geführt wird und ohne Starlink es den Ukrainern nicht mehr möglich wäre, den Krieg in dieser Form zu führen. Und das amerikanische Militär hat jetzt beschlossen, zwischen 500 und 600 Satelliten zu kaufen, um sich also quasi aus dieser Abhängigkeit von Elon Musk entsprechend zu lösen. Vieles, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, lasst uns daran denken, dass in der Vergangenheit es auch immer wieder Ereignisse gab, wo darauf hingewiesen worden ist, dass der Krieg sich verändern wird und man das nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Und auch hier ist es jetzt der Fall. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, ich hoffe, Sie kennen ihn alle, Billy Mitchell, jener amerikanische General, der vor einem Kriegsgericht erscheinen musste, weil er damals behauptet hat, und es war undenkbar, dass man aus einem Flugzeug eine Bombe abwerfen kann, die ein Schlachtschiff versenken kann. Das war so bahnbrechend damals im Negativen, dass die Navy ihn von das Kriegsgericht gezogen hat, er degradiert worden ist und mehr oder weniger Jahre gebraucht hat, um sich wieder zu rehabilitieren, aber er war ein Visionär, der völlig richtig diese Dinge auch vorausgesagt hat. Und zum zweiten Thema, wenn Sie dann denken, Ronald Reagan und Star Wars, da gab es also auch viele Aspekte, wo man jetzt ganz gut erkennen kann, dass im Pentagon alte Papiere hervorgeholt werden und man schaut, was denn damals so der Plan war. Denn auch der Ukraine-Krieg ist vor allem ein Krieg, der darum im Prinzip sich dreht, wenn es darum geht, also vor allem auch den Bereich Space zu dominieren. Und damit bin ich auch bei den Domänen der Kriegsführung, denn Sie wissen ja, dass man ja immer wieder davon spricht, dass die Zukunft des Krieges Multi-Domain-Operations sind und tatsächlich ist es auch so, wir haben die bekannten Domäne, die Sie alle kennen, auch hier von der Vorrednerin schon kurz gesagt oder von der Moderatorin,
dass der Cyberraum bei weitem nicht diesen entscheidenden Effekt hat, den man gedacht hat. Dazu muss man aber auch wissen, dass im Hintergrund beide Parteien sehr darauf achten, dass es zu keiner Eskalation im Cyberraum kommt und das relativ schnell gehen kann. Aber der Cyberraum hat natürlich die große Bedeutung, weil der Informationsbedarf, der ja vorhanden ist, vor allem durch den Cyberraum gesättigt wird. Das heißt, der Cyberraum ist im Prinzip wie der Zauberteppich, auf dem die Information zum Bedarfsträger kommt. Und da sind wir ja alle, weil durch das, was wir konsumieren, bilden wir uns eine Meinung von diesem Krieg. Space habe ich schon kurz angesprochen. Und die anderen Bereiche, ja, Maritime Land. Land natürlich der Bereich, wo wir sofort hinsehen, weil das auch die Bilder sind, die wir im Fernsehen sehen. Was man oft vergisst, ist dieser Bereich, nämlich das elektromagnetische Spektrum, das eine extrem hohe Bedeutung gewonnen hat. Denn wer eigentlich das elektromagnetische Spektrum beherrscht, ist auch der, der viele andere Systeme einsetzen kann, die in den anderen Domänen dominant sind. Und da ist es so, dass man leider klar sagen muss, dass die russische Seite in den letzten Monaten enorm gelernt hat und auch im Prinzip durch diese Stellungskriegsführung in der Lage ist, ihre Kapazitäten in diesem Bereich auszuspielen. Und Sie wissen, die Russen waren immer gute Physiker in diesem Bereich und haben also da tatsächlich auch einiges erfunden, was jetzt da in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich auf dem Schlachtfeld angekommen ist, wo es aus Sicht der Techniker Dinge sind, die man so eigentlich nicht für möglich gehalten hat. Ja, wenn wir uns jetzt diese drei Ebenen der Taktik, Operation und Strategie ansehen, dann muss man erkennen, dass also die Russen am Beginn sehr wohl massiv Fehler gemacht haben. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auf der anderen Seite die Ukraine hervorheben, die sich ja 8 Jahre lang auf diesen Konflikt vorbereitet hat und die in einer sehr innovativen Art und Weise es geschafft hat, tatsächlich die Russen aufzuhalten. Man darf auch nicht vergessen, dass es nicht also der ukrainische Soldat mit der Panzerfaust in der Hand war, sondern die ukrainischen Landstreitkräfte, die das gemacht haben. Und es hat also einige Zeit gedauert, bis die Russen sich angepasst haben. Sie haben aber natürlich durch einen immer noch funktionierenden militärisch-industriellen Komplex das relativ rasch geschafft, Systeme zu schaffen, wie zum Beispiel diese Landsatzdrohne, die in der Lage ist, Defizite, die sie haben, sehr rasch zu kompensieren. Und es ist gerade auch unter anderem diese Landsatzdrohne, die den Ukrainern große Probleme bereitet. Während man auf der anderen Seite von den USA gelieferten Switchblade-Systemen 300 oder 600 gar nichts hört. Warum? Weil sie zum Teil nicht funktionieren im Wesentlichen, unter anderem, weil die Russen langsam, aber immer zunehmend das elektromagnetische Feld beherrschen. Hier sieht man auch natürlich sehr gut, dass eine derartige Drohne es erfordert, quasi aus einem militärischen Industriellen Komplex heraus produziert zu werden. Das heißt, je weniger Ressourcen ich zur Verfügung habe, desto mehr bin ich gezwungen, improvisierte Lösungen tatsächlich zu entwickeln. Und da hat die Ukraine dann sehr schnell reagiert und hat Systeme geschaffen in einer Qualität, wie man das auch nicht erwartet hat, nämlich durch den Einsatz von diesen sogenannten First-Person-View-Drohnen, die mittlerweile in Schwärmen das Gefechtsfeld unsicher machen, jetzt nicht im Sinne quasi eines intelligenten Schwarms, der miteinander kommunizieren kann, aber es ist also so, dass also hier viele, viele Operatoren gleichzeitig am Gefechtsfeld präsent sind. Einerseits natürlich in der Aufklärung, aber andererseits vor allem im Einsatz. Und eine derartige Drohne ist sehr billig, im Wesentlichen in der Erzeugung. Wenn Sie jetzt alleine nur hier sich ansehen, von russischer Seite die Zunahme der Drohneneinsätze auf dieser Ebene, also knapp 550 allein im September, dann sehen Sie, was hier los ist. Man nimmt an, dass die Ukraine im Monat ca. 10.000 Stück Drohnen verliert. Die Aufklärungsdrohnen haben eine durchschnittliche Überlebensdauer von 1 bis 2 Flügen. Und das, was Sie sehen, das sind die Erfolge. Was Sie nicht sehen, sind die vielen, vielen Misserfolge, wo das eben nicht funktioniert hat, dass zum Beispiel eine Drohne einen Sprengkörper genau in den Lukendeckel eines Panzers hineingeworfen hat. Aber auch hier das Dilemma, dass die russische Seite natürlich durch die funktionierende Wirtschaft, die nach wie vor funktioniert, in der Lage ist, sehr schnell aufzuholen. Und das ist das, was eigentlich am meisten zurzeit Kopf bereitet. Es ist nicht diese militärische Landsat, weil eben sehr aufwendig in der Erzeugung, sondern es sind diese First-Person-View-Drohnen, die sich hier zu Tausenden auf dem Schlachtfeld sich im Prinzip bewegen und es also beiden Parteien sehr, sehr schwierig macht. Und damit sind wir auch schon auf der operativen Ebene, die Ebene, die also dazu dient, dass sie strategische Effekte zu erzielen. Und hier sieht man, dass beide Seiten in der Lage waren, sich anzupassen, vor allem auch die russische Seite. Man darf nicht vergessen, dass die Ukraine einige tatsächliche Erfolge erreicht hat, aber es waren eine Masse nur Punktesiege. Es gibt also nach wie vor kein K.O., das, was man brauchen würde. Und wenn man also genau dann hineinschaut, dann sieht man, dass immer dann, wenn die Russen quasi stationär geworden sind, sie alle ihre Möglichkeiten im Bereich der des elektromagnetischen Spektrums ausspielen, Electronic Warfare, und dass also hier man mittlerweile zugeben muss, dass viele der Waffensysteme, die der Westen hier geliefert hat, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber denken Sie zum Beispiel die JDAMs, JDAM-AR, Skalp, Storm Shadow, große Probleme haben, auch GMLRS, also Stichwort HIMARS, raketenweise von der russischen Seite ganz gezielt gejammt werden. Darum muss die Ukraine auch wieder ins Manöver gehen, um also das zu ihren Gunsten zu verändern. Das Dilemma ist aber,
dass dieses Manöver nicht möglich ist. Damit bin ich bei der Kernaussage, dieser Krieg ist vor allem deswegen so elend, weil weder die Bereitstellung, so wie wir sie kennen, aus der klassischen Kriegsgeschichte noch das Manöver möglich ist, weil das Schlachtfeld mittlerweile tatsächlich gläsern und transparent geworden ist. Also so wie man das auch vorausgesehen hat, so ist es auch tatsächlich eingetroffen. Hier noch eine Slide aus vergangenen Zeiten, 5 Jahre alt, von den Amerikanern. Wenn Sie sich nur oben rot eingekastelt ansehen, diese Begriffe Forward Life und Troops, das war also das, wo die vordersten eigenen Kräfte sich befinden, und davor bereits damals ersonnen eine Forward Line of Own Robots und eine Forward Line of Sensors. Und da sind wir mittlerweile angekommen. Das heißt, das Problem ist, dass beide Seiten keine Kräfte bereitstellen können im großen Ausmaß und auch nicht ins Manöver gehen können, weil dies sofort aufgeklärt wird. Und darum ist dieser Krieg mittlerweile so elend, dass man in kleinen Kampfgruppen versucht vorzumarschieren, wie wir das gerade auch im Süden sehen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr verlustreicher Kampf. Also die Dinge, die wir kennen aus dem Zweiten Weltkrieg oder zum Teil am Ende des Ersten Weltkrieges, wo Divisionsverbände große Manöver durchgeführt haben und durch Überraschung und Täuschung bewirkt haben, das ist heute so in dieser Form nicht mehr möglich, weil jede Bewegung des anderen sofort erkannt wird. Und hier ein Beispiel, so sieht es dann aus, das ist am 4. Juni aufgenommen, in der Früh, das war die Spitze der 47. Mechanisierten Brigade beim Angriff in Richtung Tokmak, Mariupol. Und was Sie hier sehen, ist im Prinzip die Aufnahme eines russischen Kamov 52 Kampfhubschraubers, der aus einer Distanz von knapp 10 Kilometern mit entsprechender Panzerverlegwaffenbewaffnung diese Kolonne zum Stehen bringt, und das Ergebnis hat dann so ausgesehen im Wesentlichen. Und die Ukraine konnte nichts dagegen tun, denn sie hatte einerseits keine verfügbare Luftwaffe, um sich hier wehren zu können, beziehungsweise war es auch so, dass das elektromagnetische Spektrum, das die Russen 7 Monate lang begonnen haben auszubauen und zu beherrschen, es nicht zugelassen hat, hier effektive Gegenmaßnahmen zu treffen. Das Ergebnis sehen Sie, wenn Sie jetzt die Offensive sich ansehen mit über 120 Tagen, so muss man also feststellen, dass sie im Kern eigentlich gescheitert ist, weil also verschiedene Fähigkeitsbereiche, wie sie eigentlich vorhanden sein hätten müssen, nicht vorhanden waren als solches. Gehen wir kurz auf die strategische Ebene, und das ist auch das Entscheidende, denn die Ukraine hat natürlich das große Problem, dass sie keinen funktionierenden militärisch-industriellen Komplex mehr hat. Sie hängt im Prinzip am Tropf des Westens, der hier liefern muss. Aber wenn Sie sich ansehen, was ich vorher gesagt habe, dass Tausende von Drohnen zu erzeugen wären, dann tut sich die Ukraine hier natürlich schwer. Sie kann diese Drohnen über entsprechende Maßnahmen in der Ukraine zusammenbauen, aber es müsste eigentlich so sein, dass abgesehen von der Artilleriemunition und anderen Dingen in Europa eine Massenproduktion einsetzen müsste, so wie das auch in Russland der Fall ist. Russland hat ja nicht nur begonnen, eine Fabrik zu errichten, wo man also ca. 6.000 von diesen iranischen Shahid 131, 136 bauen will, sondern eben diese FPV-Drohnen. Aber hier ist natürlich das Dilemma, dass die Ukraine aufgrund der strategischen Luftangriffe der Russen, die stattfinden, auch wenn wir das also als anderes Narrativ erfahren, massiv getroffen ist. Die Ukraine alleine geht davon aus, dass zwischen ca. 50-60% der kritischen Infrastruktur zerstört ist. Das heißt, der Strom, der vorhanden ist, wird vor allem an die Bevölkerung geliefert. Was noch gebraucht wird, wird zum Teil aus Europa zugeliefert. Aber man kann natürlich keine großen Industriekomplexe solches betreiben, vor allem wenn man daran denkt, dass die Russen begonnen haben, auch diese wieder anzugreifen. Und wir haben gesehen mit letztes Jahr, 10. Oktober, dass diese Angriffe verheerend sind. Denn wenn sie einen so einen 750er KVA-Transformer zerstören, dann ist das natürlich nachhaltig, und den bekommen Sie nicht im Hornbach, sondern müssen Sie bestellen, da wird er 2 Jahre lang gebaut und im dritten Jahr geliefert. Und das macht es auch so schwierig für die Ukraine. Und wenn wir uns da dann Berichte ansehen von der New York Times zum Beispiel, die ja gute Informationen immer wieder verarbeiten, dann sieht man, dass diese Marschflugkörper mit iranischen Drohnen und Ähnliches nicht zu Ende gehen, sondern dass die Russen hier so langsam in die Gänge kommen. Und das bedeutet natürlich, dass wenn wir wollen, dass die Ukraine gewinnt, wir unsere Anstrengungen hier vervielfachen müssen im Wesentlichen, um vor allem dafür zu sorgen, dass die Ukraine das Luftverteidigungsdispositiv hat, um sich hier zur Wehr zu setzen. Und diese Marschflugkörper sind alles sehr simpel gebaut, die fliegen also mit einer Technik, die kennen die Älteren unter Ihnen vielleicht noch aus den Trikotronics der 80er Jahre im Wesentlichen, es gibt zwar auch schon moderne Systeme, aber trotzdem, das reicht völlig aus, und Russland hat jetzt zum wiederholten Mal sich beschwert bei China, denn die Qualität der Chips wäre nicht so eigentlich vereinbart, man sollte doch ein bisschen besseres entsprechend liefern. Ja, und damit haben wir natürlich auch diesen Effekt von der Abnutzung, Saturation. Die Russen machen das auch sehr schlau. Sie senden einerseits vorerst Drohnen aus, das ist Shahid 136, die ich schon genannt habe, beziehungsweise andererseits haben sie auch begonnen, Bomben in Gleitbomben umzubauen, diese FAB 500 UMPK, wie zum Beispiel hier dieses Beispiel. Dazu brauchen sie dann gar nicht mehr in den unmittelbaren Luftraum einfliegen, sondern können das Problem einerseits aus dem Nachbarland, wie zum Beispiel aus Belarus, heraus machen, wenn sie an den Marschflugkörper denken,
oder quasi unmittelbar Nahbereich der Front, wenn dann sein Gegenüber, in diesem Fall die Ukraine, keine entsprechende Fliegerabwehr hat, damit seine Reichweite dann nicht diese Bombe aufgewiesen wird. Hier noch einmal zum Verständnis, die kritische Infrastruktur der Ukraine. Die Ukraine war immer ein Stromexportland, auch in der Zeit der Sowjetunion, aber diese kritische Infrastruktur wird jetzt zunehmend auseinandergenommen. Die Kernkraftwerke werden zum Teil isoliert, so sie nicht im russischen Besitz sind, wie zum Beispiel im Südosten bei Europa. Und die Russen machen das sehr schlau, indem sie zuerst zum Beispiel iranische Drohnen senden, dann, wenn die ukrainische Fliegerabwehr übersättigt ist, also wenn sie sich verschossen hat, dann kommen erst die Marschflugkörper. Und da helfen ihnen auch Abschussraten von 80-90% nichts, weil die restlichen 10-20%, die treffen, die haben natürlich noch diesen Effekt, den ich Ihnen vorher schon kurz gezeigt habe. Und auch hier ein spektakuläres Bild eines Abschusses durch einen Gepard-Flakpanzer, den es jetzt wieder in der Ukraine gibt, aber sonst nirgends in Europa, was uns auch zu denken geben sollte. Und hier trotzdem der Einschlag quasi einer Geran-Drohne in einem Stadtgebiet von Kiew. Nun, das nächste Ergebnis ist, dass die Russen immer mehr und auch zunehmend in der Lage sind, aufgrund eben der Möglichkeiten, die ihnen ihr eigener militärisch-industrieller Komplex bietet, tief quasi hinter die ukrainischen Linien zu operieren. Man verwendet hier unter anderem diese Orion-Drohnen, mit denen also eine unterschiedliche Anzahl von Munitionssorten versendet werden können. Es gibt auch mittlerweile die Kombination zwischen Orion und auch dem System Lancet, also in einer Hunter-Killers-Zusammenschau. Das heißt, die eine Drohne kehrt auf, weist dann ein Ziel zu und die zweite Drohne, diese Lancet-Drohne, greift dann dieses Ziel an. Und wir haben also hier in den letzten Wochen einige sehr spektakuläre Ereignisse gesehen, wie zum Beispiel, dass Russland es geschafft hat, mittlerweile dreimal nachweislich knapp 90 Kilometer hinter den Frontlinien der Ukrainer ganz gezielt drei ukrainische Kampfflugzeuge zu erwischen. Und wenn man weiß, dass die ukrainische Luftwaffe nicht sehr umfangreich ausgeprägt ist, das heißt, denken Sie zum Beispiel an diese Su-24M, von denen die Ukraine nur mehr einige wenige hat, zwischen 6 und 8, die sie aber brauchen, um diese Storm Shadow, Scalp oder möglicherweise auch den Taurus einzusetzen, dann ist das natürlich ein sehr schmerzhafter Verlust für die ukrainische Seite. An dieser Stelle noch einmal ein There was already, nämlich wenn es um den Einsatz von Atomwaffen geht, auch das darf man nicht wegdenken. Hier ist es so, dass also zunehmend auch sich die Frage zu stellen ist, ob denn die Waffenlieferungen, so wie wir sehen auch in der Ukraine, nicht alle deswegen so moderiert vorgenommen werden, weil man eben Angst hat, dass es zu einer möglichen Eskalation kommt. Ich denke oder hoffe, Sie haben alle mitbekommen, die zwei Nuklearübungen, die jetzt stattfinden, zufälligerweise zur gleichen Zeit, einmal in den USA und auch hier in Russland. Und die große Frage ist natürlich auch von der amerikanischen Seite, ob ihnen nicht quasi hier zunehmend das Heft aus der Hand genommen wird. Es gibt ja diesen berühmten Begriff Boiling the Frog, wo man also versucht, das dem anderen zu zeigen, dass es nichts bringt, hier was weiterzumachen, weil man immer das liefern wird, was man braucht, um quasi die eine Seite in der Symmetrie gegenüber dem anderen zu halten. Stichwort quasi die USA liefert das, was notwendig ist, auch an technischen Mitteln an die Ukraine, damit sie sich wehren kann, aber nicht, um einen entscheidenden Erfolg zu erzielen. Und diese Studie, die erst letzte Woche herausgekommen ist, bringt es eigentlich sehr schön auf den Punkt. Und wie ich schon erwähnt habe, es wird wohl kein Zufall sein, dass die Russen uns das wieder zeigen im Wesentlichen. Und das ist auch das große Dilemma, das wir haben. Denn wenn es um Militärtechnologien geht, kann man ganz klar auch erkennen, dass gewisse besondere Fähigkeiten den Ukrainern nicht zur Verfügung stehen, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Beziehungsweise auch zum Beispiel die Frage Star Wars, wie kann es sein, dass all diese russischen Marschflugkörperdrohnen und tatsächlich auch iranischen produzierten Drohnen Ziele treffen. Warum? Weil natürlich die Satellitennavigation momentan immer noch funktioniert und nicht gestört und zerstört wird, weil auch Russland ganz klar gesagt hat, dass das eine rote Linie ist, die nicht zu überschreiten ist. Über das spricht man nicht gerne, aber so ist es im Wesentlichen. Ja, dann eine kurze Zusammenfassung und damit bin ich schon am Ende. Also als kleiner Teaser, das Erste, das ist das Beruhigende für alle, die sich hier ein bisschen auskennen, das haben alle festgestellt, dass die Taktiken der Russen sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert haben. Das ist auch das, warum es ihnen dann schlussendlich auf den Kopf gefallen ist, weil man genau das erwartet hat, vor allem von ukrainischer Seite. Sie dürfen nicht vergessen, viele der älteren Offiziere haben ja dieselbe Ausbildung genossen. Die Russen waren zu bequem, sich da entsprechend anzupassen. Das Zweite ist, das kann ich nur wiederholen, dafür stehe ich ja, Drohnen und Drohnenabwehr sind entscheidend. Mittlerweile, wenn Sie heute keine Drohnenabwehr haben und auch Drohnen einsetzen, dann bleiben Sie am besten zu Hause in der Kaserne. Und fahren Sie nicht hinaus, es bringt nichts im Wesentlichen. Auch das muss sich durchsetzen, denken Sie noch an das, was ich vorher gesagt habe. 10.000 Drohnen im Monat und welchen Aufwand wir jetzt betreiben wollen, um einige Drohnen zu betreiben, das ist Verbrauchsmaterial mittlerweile geworden im Wesentlichen. Der Weltraum ist in Zukunft ein Terrain, das man nicht unterschätzen darf, das in einer hohen Bedeutung gewonnen hat. Wie gesagt, ich kann das aber betonen, ohne Starlink ginge da gar nichts mehr im Wesentlichen. Und was bedeutet das, wenn dann ein Privatier wie Elon Musk das einmal opfert oder nicht und dann das Militär
notwendigerweise darauf hinweist, dass es wieder einzuschalten hätte, beziehungsweise das amerikanische Militär auch sagt, dass der Weltraum in einer weiteren Form zu regulieren ist in Zukunft, damit eben genau diese Dinge nicht passieren. Dann natürlich das Cyberdomain. Auch hier hat die mich ankündigende Moderatorin schon völlig richtig darauf hingewiesen, dass es nicht diesen entscheidenden Effekt hatte, den man gedacht hat. Es passiert sehr viel, es wäre einen eigenen Vortrag wert, auch unheimlich Interessantes, aber da haben also beide Seiten genug Möglichkeiten und es wird auch immer wieder gezeigt, dass man könnte, aber man möchte es nicht zur Eskalation kommen lassen, weil das natürlich dann in Lichtgeschwindigkeit theoretisch auch passieren würde im Wesentlichen. Aber denken Sie an den einen oder anderen Vorfall und überlegen Sie sich, was da im Hintergrund passiert ist, zum Beispiel Deutsche Bahn und so weiter und so fort. Die Koordination von den einzelnen Teilstreitkräften ist wichtig und enorm von einer hohen Bedeutung. Das haben wir jetzt auch gesehen bei dieser Offensive. So wie es im Lehrbuch steht, so ist es auch tatsächlich. Das Militär funktioniert wie eine Uhr. Sie kann nur dann exakt die Zeit anzeigen, wenn also alle ihre Zeiger vorhanden sind, alle ihre kleinen Rädchen. Aber wenn sie keinen Stundenzeiger haben, dann hilft ihnen das natürlich nichts. Und genau das haben wir da auch gesehen. Und das macht es auch so schwierig für die ukrainische Seite. Joint Fires, der Einsatz von Fires, also vor allem von Präzisionsmunition über hohe Distanz, ist von entscheidender Bedeutung. Denken Sie daran, dass damals die Lieferung des HIMARS-Systems den Ukrainern knapp 2 Monate Zeit verschafft hat, um sich quasi entsprechend wieder neu aufzustellen, was ihnen dann die Offensiven bei Kharkiv und bei Kherson möglich gemacht haben. Der das hat und auch beherrscht, der kann also wirklich auch dominieren. In diesem Zusammenhang bedeutet das natürlich auch, was den Einsatz von entsprechend weitreichenden Raketen betrifft, auf dem Territorium des Gegners. Man kann auch sagen, dass die Tage des der Expeditionskriegsführung, das sozusagen die Tage von Afghanistan und Irak oder ähnlichem vorbei sein werden. Wir kommen eigentlich immer mehr in diesen Kalten Krieg 2.0. Denken Sie allein an Afrika, vergleicht das oft mit dem Spiel Risiko. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir ein, zwei Figuren in der Ukraine platziert haben, haben aber vergessen, dass wir inzwischen Afrika verloren haben. Soll jetzt nicht mit irgendeinem kolonialistischen Anspruch unterlegt sein, aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass dieser Krieg mittlerweile global geführt wird und da wir eigentlich von Monat zu Monat eine weitere Eskalations Spirale entsprechend folgend erleben und das macht natürlich die Situation sehr schwierig. Damit, wenn nicht hurra, die Stunde ist gekommen. Wir sehen also, dass die Dinge, die ersonnen worden sind in den letzten Jahren, tatsächlich am Gefechtsziel angekommen sind. Ich gebe Ihnen nur dieses Beispiel, sage ich noch kurz dazu, nicht alleine mit ukrainischer Unterstützung entwickelt, sondern da gab es also jemanden, der im Hintergrund das sehr genau darauf geachtet hat. Aber dieses System hat dafür gesorgt, dass die russische Schwarzmeerflotte große Probleme hat mittlerweile im Schwarzen Meer, beziehungsweise dass es auch gelungen ist, sie anzugreifen in ihren Heimathäfen. Und da sieht man also ganz klar, dass unbemannte Systeme zu Lande, zu Wasser, in der Luft eine hohe Bedeutung haben und auch die Zukunft des Krieges im Wesentlichen bereits angekommen ist. Damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören, hoffe es war interessant. Ein kleiner Teaser, wenn Sie Zeit und Lust und Laune haben, versuchen Sie selbst noch Dinge zu finden. Das World Wide Web gibt Ihnen viele Möglichkeiten, die sozialen Medien geben Ihnen hunderte, tausende Möglichkeiten. Sie können diesen Krieg im Prinzip in Echtzeit folgen, noch viel mehr als das in den vergangenen Jahren der Fall war. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!